Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, bei Alex klappt das jetzt auch. Alles. Ich Ja. hoffe auch. Wir machen eine Runde. Mal wieder eine Runde Terraria, eine neue Session. Wir haben uns gerade schon überlegt, was wir machen wollen. Und wahrscheinlich werden wir Alex hier diesen schönen Boomerang noch holen. Das heißt, wir brauchen ein bisschen Zeug aus dem Dschungel. Mal wieder. Deswegen lauf. Mist. Ich sehe es nicht, sonst würde ich dir helfen. Ach so, ne, passt schon. Ich habe jetzt die Kanone noch. Wir haben uns überlegt, ob wir den Skeleton King sozusagen machen wollen, aber es ist wahrscheinlich, dass wir da noch ein bisschen sterben, dass wir ein bisschen schwach ausgerüstet sind. Also wir sollten uns dann auf jeden Fall halt dann ein Haus in der Nähe bauen, wo wir uns dann Spawn setzen. Ja, das wäre wahrscheinlich sinnvoll. Ja, was wir jetzt irgendwie noch nie gemacht haben. Nö. Ich weiß nicht, ob das. Gut, wir könnten beim Dschungel noch ein Haus bauen und beim Dungeon jeweils ein Haus. Wäre vielleicht ganz sinnvoll. Jetzt haben wir nur ein Haus da irgendwo in der Mitte. Das stimmt. Ach ja. Und wir brauchen unbedingt mal die blöden Obsidian Skull. Wird ein Ist bisschen aber Geld weit weg haben. von dem Ding gespawnt. Ja, war letztes Mal schon so. Das habe ich. Ich bin bei der Aufnahme angeguckt, dachte mir so, der war wirklich weit weg. Aber irgendwie so ein. Wir haben jetzt zwar eine Wüste, aber dadurch, dass sie mit Crimson voll ist, haben wir gar nicht so ein Wüstenschloss oder sowas. Kannst du so Pyramiden drin haben, die lustige Sachen enthalten können. Glaube ich zumindest. Ja gut, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Kommst du denn her? Ich habe mein Kostüm ein bisschen ausgezogen, damit auch mal die Zuschauer sozusagen die volle Pracht der Crimson-Rüstung sehen, weil die eigentlich ziemlich nice aussieht. Und einen lustigen Effekt hat, während ich mich so heile. Alter, wie krass schnell sich die Musik hier ändert. Einfach so durch so viele Biomarasen. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Muss ich mir, glaube ich, in der Aufnahme nochmal anhören. Ja, wir hätten hier jetzt reingehen oder wir gehen halt das nächste rein. Waren wir da nicht schon drin? Au. Ach so, ein Fallschaden. Na, wir müssen aber wieder in den Dschungel, weil wir brauchen für das Ding. Moment, ich gucke nochmal kurz rein. Terraria-Wiki. Was war das denn? Ach, ey, ohne Witz, diese blöden Fledermäuse. Wer hier gerade angegriffen? Au, danke. Bitte. Und zwar brauchen wir 6 Dschungelsporen und 15 von diesen Stacheln von den Viechern. Ach Deswegen. nö, von diesen Menschenfresser-Dinger. Nee, nicht Menschenfresser-Dinger, von den Bienen, die lassen auf die Stacheln fallen. Ah, okay. Ist alles nur halb so wild. Ich habe ein bisschen wenig Fackeln, sehe ich gerade. Naja. Ich habe. Alter, wie ich nicht gewöhnt bin, dass das Inventar nicht auf E ist. Stell es doch um, noch einmal Zeit. Nö, passt schon. Wie ich Letzte sag. Aufnahme war es auch schon so. Was war das denn? Ich glaube wieder mal eine Fledermaus. Oh. Sag mal, spielst du eigentlich auf Starbound? Oh, nö. Ich keine Also Angst. ich habe mir es aus dem einen Grund nicht gekauft. Ganz einfach, weil Terraria mir in diesem Spielgebiet definitiv reicht. Okay. Aber komischerweise wollen das alle spielen. Na, ich habe es mir jetzt mal gekauft und muss sagen, es ist schon ganz lustig, aber es fehlt halt auch viele Komfortsachen noch, die in Terraria schon drin sind. Wo ist es denn? Blöder Wurm. Balla. Ja. Ging es nämlich verdammt tief runter, wenn ich mir so die Karte angucke. Nur ein bisschen aufpassen. Alter, ich dachte gerade der Pinguin.
Ja. Der haut dich runter, pass auf. Das wäre echt unschön. So, da die Viecher, euer. Diese blöden. Da hast du so einen Stachel bekommen. Ja. Davon brauchst du 15 und dann noch, wie gesagt, irgendwie einen neuen Dschungel spawnen oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob jede Biene so ein Ding fallen lässt. Cool, Sieht Doppelkill. nicht so aus. Aber fast, also irgendwie jede zweite mindestens. Mann! Irgendwie, ich bin zu blöd, den zu sehen, den Schleim. Die Schleims finde ich aber auch extrem nervig. Die grünen Schleims, ne? Ja, Oh! mit diesen komischen Stacheln. Ah, ich bin nicht mehr gewöhnt, weil ich jetzt viel Stubborn gespielt habe, weil da kann man nämlich schwimmen. Das kann man in Terraria nicht. Nee, da ersäuft man ein bisschen. Ja. Oder wir können hier die Bienenkönigin machen, fällt mir gerade so ein. Da hatten wir doch letztens die komischen Stelle gefunden, wo das ist. Ehrlich? Wir hatten zumindest so einen Bienenstock gefunden. Oder einen Teil davon. Also wir hatten die äußere Wand gefunden, so einen Bienenstock. Ja, wir hatten noch so eine äußere Wand vom Hardmode gesehen, glaube ich. Ja, da hat man sogar eine Truhe öffnen können. Was ich der Meinung bin, immer noch ist das ein Bug, aber ja. Du Ja, musst mal in die gut. F Feld rein. Ich hab da auch Fernkampf. Warum mache ich die ganze Zeit so eine Scheiße? Ja, also ich spiele in letzter Zeit vermehrt eigentlich Hexed mehr. Okay. Was ist Hexit? Muss ich da mal fragen. Ist eine Minecraft-Mod. Okay. Also bestehend aus 68 Mods. Ja, also so eine Compilation wie hier Tekkit oder sowas. Ja, genau. Hab mir dann auch einen eigenen Server, ja, gekauft, mehr oder weniger. Und da läuft das auch ganz in Ordnung. So, habe ich denn irgendwie, wie habe ich denn jetzt von diesen blöden Stacheln? Ich habe schon 5. Kann ich erstmal Ja, ich direkt flieg da geben? erstmal hoch. Direkt geben, wollte ich sagen, und dann warst du weg. Die Dinger. Das sind so kleine gelbe Stacheln halt. Ich hab 14. Ja, wir brauchen noch Dschungelsporen, die müssen wir mal finden. Weil ich habe hier, da, hast den Rest von mir. Yay, jetzt habe ich 19. Ja, wie gesagt, brauchen wir die blöden Dschungelsporen, die glaube ich nur weiter unten sind, wenn ich mich nicht komplett irre. Sind es diese blauen Dinger, die leuchten? Die grünen Dinger, die leuchten. Ja, Die wo? grünen Dinger, die leuchten, okay. Scheint, als hätten wir uns da runtergegraben. Ja, Moment. Ach, egal. Sollst aber nicht komplett springen, bin ich der Meinung. Wir haben uns Bin ich hier deiner Meinung? ziemlich selbstmörderisch runtergegraben. So. Also das grüne Ding da unten zum Beispiel Genau. ist gerade leuchtet. Genau. Das Okay. gerade unter uns. So gut, dann gehen wir halt runter. Ich muss irgendwie mal umlegen. Da ist ein Pilz. Okay, den hab ich ja nie gesehen, den so einen grauen Pilz. Kann man eine graue Farbe machen oder was? Ne, ist eine Statue. Das ist eine Pilzstatue, sehr geil. Ich muss mal kurz hier mein Inventar sortieren. Ich brauche das Schwert nicht mehr auf Tier 1, wenn ich sowas habe. Okay, hast du das da oben? Jo. Kann ich gerade. Ja, ich habe nicht mal Holz, deswegen kann ich keine Fackeln machen. Ach, shit. Ach, da kriegt man gleich zwei raus. Weiß nicht, das ist glaube ich zufällig. Ich kann doch manchmal nur eingeben. Na, Hier ich habe brauchst vier du. gerade. Und du brauchst 6. Na gut, da oben sind noch zwei. Dann hat sich das wohl erledigt. Wie gesagt, dann haben wir ja alles. Ja, ich weiß nicht, ob wir den komischen Boss machen wollen. Den Bienenboss, ich habe noch nie gemacht in dem ganzen, also die ganze Zeit, wo ich Terraria spiele, muss ich ehrlich sagen. Glaube, der war nicht so schwer, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, in Fernkampfwaffen nicht, ne. Ist ja die Frage, wollen wir jetzt erstmal zurückgehen oder wollen wir es direkt versuchen? Ich weiß nicht, ob wir Wir direkt machen es am spawnen. besten so, und zwar ich gebe dir kurz die Sachen. Okay. Weil Und dann wartest du oben am Dschungel oder was? nee, aber wenn ich krepiere, dann hast du die.
Ich meine, ich kann sie auch craften, einfach dir wiederbringen, so die Waffe. Blick gerade, wo muss ich den craften? Vom Amboss, glaube ich. Wo ist unser Amboss? Bin ich blind? Ach, da steht dieses blöde Typ vor. So. Bin auf dem Weg. Jo. Boah. Ach, ich habe ja zwei Doppelsprünge. Hab sozusagen einen Triple Jump. Also, lol. Ich sehe das Hornissennest gerade nicht auf unserer Map. Das war, glaube ich, nur so ein ganz kleines Stück, was wir gefunden haben. Ich weiß nicht genau, wo es ist. Das ist das Problem. Wir müssen einfach mal alles abgehen, was wir schon kennen. Okay. Muss mich noch kurz an die Waffe gewöhnen hier. Love Forest. Moment mal, kurz bisschen Holz brauche ich noch für Fackeln. So, darf ich jetzt Fackeln bauen? Ja, sehr gut. Jetzt wird es mit 41 Fackeln. Okay, ich bin jetzt gerade bei diesem Hard-Mode-Zeug. Ja. Ja, ich suche gerade nach dem. Aber nicht wieder sterben, ne? Ja, ich versuch's. Aber im Moment kann ich mich, glaube ich, ganz gut. LOL! Nein! Nein, 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 nein. Ich meine mehr so Fallschaden und so. Ja. Das ist noch volles Leben, oder? Ja, aber ich habe hier einen gebundenen Goblin gefunden. Sehr gut, mach den mal frei, wenn es geht. Ja, ich will nur nicht, dass der krepiert. Wenn der frei ist und krepiert, ist nicht so schlimm, weil der respawnt dann in unserem, beim nächsten Tag in unserem Haus. Nur wenn er gebunden ist und krepiert, wie mach ich den denn frei? Einfach anklicken, also einfach mit dem reden. Schließen. Ah, okay. Alles klar. So, wunderbar. Blöde Wichsfledermäuse, jetzt geht's mir auch schon so. Super, da haben wir auch endlich einen Goblin, dann können wir auch unsere Rockets Boots kaufen beim nächsten Gelegenheit. Endlich. So, ich bin fast da. Uff. So, was macht er dann? Werkzeuggürtel, Stachelball, die Raketenstiefel. Ja. Genau, die sind cool. Und äußerst nützlich. Also ich habe bis jetzt nichts gefunden von dem In-Dings. Ich dachte, wir hätten da was gefunden gehabt. Glaube aber auch. Da standen wir plötzlich drauf und haben gesagt, oh hoppala. Irgendwie sowas war's. Mann! Oh, jetzt bin ich hier drüben, wo du gar nicht bist. Na gut. Ja, ich bin halt hier runtergegangen, weil es hier schon ausgeleuchtet ist. Ja. Oh, ich glaube, ich habe es gefunden. Sieht jedenfalls so aus. Ich bin auf dem Weg. Mann, jetzt platziert sich. Ach. Na. Hast du oben einiges aufgescheucht, wenn ich das so sehe? Ja, hier ist es. Ja, ich habe versucht, das meiste zu töten, aber irgendwie. Das spawnt halt nach, ne? What? Ja, Honig. Leute, da kommen ja kleine Bienchen raus. Ja, Honig,
Ich weiß nicht, ob da Bienen rauskommen. Auf jeden Fall gibt der Honig dir auch einen Buff, wenn du im Honig drin stehst. Dass da Bienen rauskommen, wusste ich noch nicht. Du musst ein bisschen mit deinem Leben aufpassen, hast du ein halbes Leben. Ach, da haben wir so eine kleine Biene. Ich glaube, wenn wir das Ding hier in der Mitte zerbrechen, da kommt dann die Königin raus. Okay. Hä? Ups. Da ist die Queen. Das war, ich glaube, ja, ich. Geil. Sorry. Okay, alles. Ich stecke den Honig fest. Auch geil. Müsste ich eigentlich da rausziehen können. Alter. Wie dickflüssig das Zeug einfach ist. Ich soll mir nicht in dem Ding in der dritten stehen bleiben. Aua! Irgendwie vergibt er mir das Gefühl. Meine Fresse. Machst du noch mit, Alex? Oh. Das ist jetzt nicht so günstig. Na, mal sehen, wann er wiederkommt. Ja. Was war denn jetzt wieder los? Man könnte fast sagen, was für Firmen, ja, Gott im Himmel, ohne Spaß. Weißt du, ja, das darf nicht wahr sein. Weißt du, ich kann mich schon eigentlich gar nicht mehr darüber, lol, eigentlich schon gar nicht mehr darüber aufregen. Ich habe jetzt bestimmt schon zum 26. Mal bei dieser Kackfirma namens KBW angerufen. Weißt du, du kriegst einfach nicht auf die Reihe, mein Internet stabil laufen zu lassen. Ach, das war dein Internet? Ich dachte, das wäre dein ganzer Rechner abgeschmiert. Nee, das war tatsächlich nur mein Internet. Weil ich war gerade so im Feinden, habe mir gesagt, Alex, machst du noch mit? Und dann dachte ich mir schon, oh je, das wird wohl ein Timeout sein. Aber dann guck ja, mal, das, jetzt kann ich die Rocket Boot wenigstens kaufen. Ich habe mir halt, ich versteh's auch nicht, weil das sind immer nur so, ja, 20 Sekunden. Und normalerweise passiert das ja auch nicht oft. Aber wenn ich da mal anrufe, dann geht entweder so eine Deppin dran, die überhaupt keine Ahnung davon hat. Und dann einfach einen Fall eröffnet. Oder es geht einer rein, der ein bisschen was von Ahnung hat und sagt mir, dass die Dämpfungen falsch sind. Und es ist jedes Mal so. Sehr gut. Ach genau, den Tinker Workshop, den brauchen wir noch. Oh, echt? Ohne. So, das ist unser das meiste Gold für mich draufgegangen. Das tut mir leid, wie gesagt, ich habe die jetzt nicht besiegt, den Boss. Ja, ich hab halt voll auf drauf geballert und hab gedacht, irgendwas stimmt doch hier nicht. Die scheiß Bienenkönigin bewegt sich nicht mehr. Ja. Und ich hab aber auch noch gesehen, wie du da Schaden gemacht hast. Also hab ich das nicht irgendwie nicht verstanden. Ja, keine Ahnung. Es ist irgendwie sehr durcheinander so. Jetzt packe ich mal das Ding hier hin. So, aber jetzt ich kann weiß, man lustig neue Sachen craften. Ich weiß, dass man im Internet lag, weil auch auf dem Handy hat's auch nicht geklappt. So, jetzt hab ich meine Spectre Boots. Plus Movement Speed, sehr geil. Also du kannst jetzt hier an dem Tinker Workshop solche Accessoires zusammencraften zu einem kombinierten Variante. Ja. Muss ich die dafür ins Inventar ziehen? Ja. So, was kann ich denn craften? Also ich habe zum Beispiel aus den Rocket Boots und meinen Hermes Boots Spectre Boots gemacht. Okay, da ich kann gar nichts machen im Moment. Hier habe ich keinen. Haben wir noch irgendwo Accessoires hingeschmissen? Wir haben hier noch ein Band of Regeneration. Das könnte man mit einem Mana. Das, was ich noch habe, ist ein Lava Charm. Das kannst du, glaube ich, auch irgendwie mit Boots zusammen craften. Nee, ging nicht. Habe ich gerade probiert. Nee, mit Waterwalking Boots kannst du es zu Lava Boots oder irgend sowas craften. Das musst du mal gucken. Okay. Was will ich denn gerade machen? Hab's vergessen. Und kurz um das Panic Necklace irgendwie beim Guide. Wo ist der Guide, wenn man ihn braucht, Mann?
Na, ich will mit dir reden. Red mit mir. Ah. Du kannst das Ach Panic so, jetzt weiß Necklace ich. und eine Honeycomb, also irgendwie so ein Honigding zusammenhauen und dann kommen Bienen aus dir raus, wenn du Schaden nimmst, die wo Gegner Okay. beschädigen. In die Piggy Bank kann nur ich reingucken, gell? Ja. Alles klar. Also da hat jeder seine eigene. Ja. Weil dann kann ich mir die Boots auch kaufen. Joa. Wir haben ja irgendwo auch noch Hermes Boots rumliegen, ne? Ja, ich habe Hermes Boots. Ach so, okay, dann haben wir sogar schon eins sozusagen doppelt. Guck mal, ob wir noch irgendwo was haben. Wir haben noch eine Cloud und eine Bottle. Kann man die auch noch irgendwie craften? Ich glaube nur mit dem Ballon dann, den wir noch nicht haben. Mä? Was ist das denn? Bin ich doof? Ja, geht doch. So, Geisterstiefel. Träger kann super schnell rennen. Jetzt fliegen. Okay. So. Jetzt kann ich echt hochspringen. Das, das und noch Hermes Boots. Das ist Spectre Boots. Aua, hat mal 50 Schaden genommen, fuck. Echt, nee. Da, oh Gott, nee, komm, Da fällt mir ein, ich egal. wollte dir noch was geben. Komm mal her. Ja. Was war das jetzt? Das Ding. Achso. Der Ah, ich grüne hab's, okay. Bumerang. Ich weiß nicht, ob du halt jetzt eine andere Rüstung haben willst, wenn du den Bumerang hauptsächlich benutzt, weil dann brauchst du eigentlich deine Meteor-Rüstung nicht mehr. Dann hat die. Also ich habe mehr Defense, ich habe 19 Defense mit meiner Crimson-Rüstung. Ah, okay, man kriegt noch Fallschaden. Ja. Bin ein bisschen blöd. Ja. Nee, also ich bin heute sowieso gerade ganz nicht bei der, nicht ganz bei der Sache. Gott, Ganz ey. nicht bei der Sache. Ja, genau. Nee, wie viel Rüstung hast du momentan? Abwehr. Ja, genau. 16. Guck mal. Wir hatten doch hier noch. Nee, nicht da. Da auch nicht. Da. Crimtain war. Und die Shadowscale haben wir auch noch irgendwo. Ach nee, diese blöden Pflasterdinger waren das doch. Dachte ich. Haben wir die noch? Ich gucke eigentlich gerade mal nach der Rüstung sozusagen zum Bauen. Ach, die Kobold-Leggings, die du hier noch hast. Pinguin. Irgendwie kommen Schwerter, ne Eis. Ach Gott, was haben wir denn hier alles für ein Kram, ey, meine Fresse. Ich bin gerade irgendwie zu doof, das zu finden, was ich suche. Keine Du. Ahnung. Ja, passt schon. Das war die. Ja, keine Ahnung, ich. Ah, ich hab's gefunden. Warum auch immer das hier drüben ist. So, die Crimtain Bars. So, jetzt wollen wir gucken, wie viel das kostet, so eine Rüstung zu schmieden. 20, 25. So, ich wollte aber noch.